Hole.io. Heute sind wir ein schwarzes Loch. Was das bedeutet, seht ihr gleich. You are watching the Play Stage. Only on YouTube.com. Ja, hallo zusammen. Heute bin ich da in der Play Stage. Mein Name ist Michel. Ich zeige euch heute Hole.io. Ja, wer sich denkt, das hatten wir doch schon mal oder sowas ähnliches. Genau. Paper.io hatten wir zum Beispiel noch oder Bumper.io. Alles Spiele von dem Entwicklerstudio Voodoo. Und ja, die sind richtig ideenreich. Die Spiele sind so unterschiedlich. Nee, aber es hat ein bisschen was Neues drin. Ich würde sagen, wir springen doch direkt mal rein. Ja, da sind wir schon im Spiel Hole.io. Was man kurz zeigen kann, wie in jedem IO-Spiel, man kann die Ads ausschalten, oben rechts. Man kann Skins freischalten. Wow, krass, ne? Machen wir ja grün. Ich konnte einen Namen geben. Und was noch ein bisschen speziell ist, es gibt verschiedene Spielmodi. Also man kann zum Beispiel in 2 Minuten der Beste sein, letzter Überlebende, das ganze Ding in unter 2 Minuten aufessen, die ganze Map, oder ein Local Multiplayer. Das klingt ziemlich cool. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal mit den 2 Minuten und wollen den Besten sein. Ja, wir springen doch einfach mal rein. Let's go! Ja, jetzt starten wir hier. Wir können ganz normal mit dem Finger das steuern. Ah, ich will das Krönchen. Jetzt müssen wir hier die kleinen Dinge erst essen. Oder verschlucken, besser gesagt. Komm rein. Dann können wir uns immer weiter vortasten zu den größeren Dingen. Oh, komm, 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 komm. Ich brauche hier Menschen. Oder Laternen. Ja, die wollen noch nicht so recht. Ja, sehr schön. Jetzt sind wir größer. Jetzt können wir schon ein bisschen mehr. Können wir die Autos schon? Ja, die brauchen noch ein bisschen zu lange. Den nehmen wir einfach mit hier, ne? Ja, perfekt programmiert. Ihr seht es. Ja, kommt. Sehr schön. Jetzt. Autos. Wir brauchen Autos. 1 Minute haben wir noch. Wir sehen das oben links. Und es ist echt sehr, sehr einfach gehalten. Also, wir wachsen da einfach richtig schlecht hier. So. Komm. Was sind denn die ganzen Autos? Und was sind die Gegner vor allem? Noch keinen gesehen. Ah, hier ist einer. Ist der größer? Ja, da haben wir gleich den Sharky Boy. Oh, ich kann hier noch nix. Oh, 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 die brauchen wir. Muss unbedingt wachsen, dass ich die Häuser noch mitnehmen kann, ja, jetzt. Ja, hier wäre der Checkbox gewesen, wenn ich das am Anfang gewusst hätte. Okay, das sind alles zu große Häuser, klasse. Läuft. Komm, Checky Buddy. Oh, da ist ein kleiner. Ja, Leute. Das macht Bock. Nee, ist ganz okay, muss man echt sagen. Es ist witzig, mal ein bisschen was anderes, nicht einfach nur der Letzte sein. Man muss da echt ein bisschen auch eine Taktik irgendwie rausfinden, was man am besten macht. Ich würde sagen, wir springen trotzdem noch einmal rein. Wir suchen uns nochmal unser Glück. So, hier haben wir direkt links was. Geht's hier los? Komm. Alles mitnehmen hier. Hotdog-Stand, nee, will nicht. Komm. Ja. Läuft schon besser, würde ich meinen. Nehmen wir. Oh. Ja, komm her. Sharky Boy. Sehr schön. Ja, jetzt wird gejagt hier. Sehr schön. Jetzt habe ich die Krone, die will ich nicht mehr abgeben hier. PC Stage in the house, Leute. Ja. Das ist eine deutlich bessere Runde, würde ich meinen. Sehr schön. Ja, ihr seht schon, jetzt kann ich schon fast, ja, sehr geil. Jetzt kann ich hier schon langsam die Häuser mitnehmen. Zu halber irgendwie. What the? Komm.
Gehe hier nochmal auf die Jagd. Wir haben noch 40 Sekunden. Ohne Problem. Ja, das würde ich eigentlich auch gern mitnehmen, hier die großen Dinger. Ja. Kann ich den? Nein. So, 30 Sekunden. Wir müssen hier... Oh, scheiße. Oh, oh. Ja, der ist richtig krass drauf, der Junge da. Komm schon. Das Ding mit hier. Jetzt muss ich hier irgendwie Trick 77 anwenden oder so. Keine Ahnung. Das wird nichts mehr im Win. Ja, aber das ist zu spät. Ich habe noch einen Tipp bekommen aus der Regie, aber das war nichts mehr. Ja, ich denke, das Prinzip ist klar, was man machen muss. Man muss da einfach wirklich alles runterschlucken, Leute. Mehr kann man da nicht sagen. Ja, das war's, glaube ich, auch schon heute von Hole.io. Und ja, wenn es euch gefallen hat, bitte subscribt, liked uns auf unseren Social Media Kanälen. Ihr könnt natürlich auch donaten, wenn ihr möchtet. Ab einer Donation von 10 Euro könnt ihr auch einen fetten Shoutout haben in der Stage, die ihr möchtet. Ja, das war's von mir. Mir hat's gefallen. Ich hoffe euch auch. Und in diesem Sinne, Go Nation out.